So, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den FC Ingolstadt. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und Ralf Hasenhüttl um sein Statement zum Spiel bitten. Sie zu klein, das kann ich nicht lesen ohne Brille. Ja, herzlichen Glückwunsch meinen Kollegen Alex zu diesem wichtigen Sieg für dich und für die Mannschaft. Ja, es war heute sicherlich ein bisschen ein Selbstfall von uns. Ich glaube, wir müssen heute nicht als Verlierer vom Platz gehen. Verschießen den Elfmeter in der ersten Halbzeit. Das ist schon eine mentale Keule, die du dir da selber einschenkst, weil du natürlich den Gegner ein bisschen aufbaust und dich selber ein bisschen runterziehst. Aber wir haben es trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Dann hatten noch ein, zwei gute Chancen in der ersten Halbzeit, aber haben dem Gegner auch ein bisschen viel Raum gelassen. Es war immer wieder so, dass sie sich befreien konnten und dass sie umschalten können. Und das wissen wir. Und da war es dann sehr temporeich, nicht immer super hochklassig, aber schon ein sehr schnelles Spiel. Das war auch eigentlich zu erwarten. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen neutralisiert, das Ganze, und dann in der Phase fällt das Tor. Ich habe mich relativ schnell, war mir klar, dass das nicht regulär war, obwohl ich es nicht so eng gesehen habe, wie es dann im Endeffekt war. Also ich habe es noch klarer eigentlich vermutet, dass es noch klarer Abseits ist, aber ob klar oder eng ist eigentlich egal, es war auf alle Fälle nicht regulär. Ja, und dann bist du 1-0 hinten, und was die Mannschaft dann nochmal reingepackt hat, das war gut. Wir haben schon ein, zwei gute Schusschancen und sind dann immer wieder an einem überragenden Torhüter, der heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich finde, gescheitert und haben es nicht geschafft, uns dann für den Aufwand, den wir betrieben haben, zu belohnen. Das war sicherlich ein schlechtes Spiel von uns. Wir hatten auswärts aber heuer auch schon viele enge Spiele, die für uns gelaufen sind. Heute ist es definitiv alles gegen uns gelaufen, was aber die Leistung von Stuttgart nicht schmälern soll, weil ich glaube, sie haben, als wir dann aufgemacht haben, noch die eine oder andere Konterchance. Wenn sie die besser spielen, ja, dann ist das Spiel vielleicht früher entschieden. Aber dass das natürlich hin und her geht, ist klar. Dementsprechend nochmal Gratulation für uns. Ist natürlich heute Enttäuschung groß, aber wir dürfen auch nicht so vermessen sein, als FC Ingolstadt, egal wo wir hinfahren, überall mit dem Sieg nach Hause zu fahren, ist auch klar. Dementsprechend geht's weiter. Danke sehr. Ja, Ralf Hasenhüttl, vielen Dank. Alex Zorniger, bitte. Ja, danke Ralf zunächst. Endlich mal eine schlechte Statistik und 3 Punkte, das ist mir wirklich recht heute. Darf man auch nicht vergessen, Ingolstadt kam als Auswärtstabellenführer hierher. Wir haben sie das erste Mal geschlagen. Ganz abgesehen davon, dass wir den ersten Heimsieg geholt haben, tut es natürlich sehr, sehr gut. Ich muss da ein bisschen widersprechen. Klar, ja, in der Sache ist es abseits, aber ein irreguläres Tor hat man heute Mittag gesehen. Ja. Das jetzt war für mich ein Wahrnehmungsfehler und was auch immer, ja, wo sich meiner Meinung nach im Laufe der Runde definitiv ausgleichen wird. Wenn da mal die Fußspitze im Abseits ist oder auch nicht. Und deswegen müssen wir uns da auch nicht verstecken und uns nicht schämen für den Sieg, ja, den wir unterm Strich dann einfach auch vielleicht auch mehr wollten als in den sehr, sehr, sehr guten Heimspielen, die wir bisher abgeliefert haben. Ja, wo dann so ein Stück doch gefehlt hat in Bezug auf Wollen, in Bezug auf alles noch voll investieren, um diesen Sieg mit heimzunehmen. Und das haben die Jungs heute auf dem Platz gemacht. Deswegen großes Lob da an die Mannschaft gegen den unbequem zu spielenden Gegner, die mit ihren großen Spielern vorne drin und ihren langen Bällen natürlich immer ein gutes Spiel auf den zweiten Ball auch immer gefährlich sind. Da hat die Innenverteidigung einen guten Job gemacht. Ist ja schon angesprochen worden, endlich mal zu Null auch, das tut dem Jungen auch gut und auch der Defensive. Deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass wir jetzt mit dem Dreier mal alle ein bisschen kurz durchatmen können, bevor es dann ohne Seredier leider gegen Leverkusen geht. Dankeschön. Ja, Alex, vielen Dank. Wenn Sie Fragen an die beiden Trainer haben, dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dass wir mit den Mikros zu Ihnen kommen können. Ich sehe keine Handzeichen, keine Fragen. Dann danken wir für den Besuch und wünschen einen guten Nachhauseweg.